Hallo und willkommen zurück bei Heroes of Might and Magic 6. Ich habe mir überlegt, diese Alchemistenrobe doch zu holen, weil vielleicht ist die ja ein Set, ne? Das erkenne ich nicht so gut, ob das Set-Items sind oder nicht. Wir können, glaube ich, verlorene Einheiten noch reduzieren. Indem ich den hier mache. Ich frage mich nur, wer auf diese bescheuerte Idee gekommen ist, normal zu spielen. Das ist ja eigentlich nur Zeitverschwendung. Alter, ich habe nur zwei von denen. Furchtbar. Da die Ghule zuerst dran sind, werden die wahrscheinlich hier wegballern. Die Ghule. Und dann haben die hier freies Spiel mit Fernkampf. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf diesen Kampf. Wieso tue ich mir das an? Och Mann. Da habe ich keine Chance. Der darf den nicht one-shotten. Das gibt's nicht. Da mache ich nicht mit. Nee. Also, wenn ich selber spiele auf normal, habe ich das Gefühl, es wäre besser, ich hätte gar nichts gemacht. Also, dass der Autobattler besser ist als ich. Ich meine, sonst ist das schon mal vorgekommen, aber auf dem Schwierigkeitsgrad ist das irgendwie Standard, dass der Autobattler besser ist als ich. Ja, freue ich mich, ne? Brauche ich die Alchemistenrobe und diese Druidendinger? Sind die überhaupt? Kann ich damit überhaupt was anfangen? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt erstmal den hier Level uppen. Jetzt bringst du die Ressourcen rüber. Ja, die Einheiten sind hier so stark, da kann ich nichts gegen machen. Super. Irina von Hashima. Ihr habt viel gelernt und schnell. Wenn meine Zeit gekommen ist, lasst mich rasch und in Ehren sterben. So soll es geschehen, Lord Hiroshi. Eure Burg ist mein, die Insel Hashima ist mein und euer Kopf ist eine weitere Trophäe. Irina, euch gehört nun noch mehr. Ihr müsst Hiroshis Pflichten übernehmen. Die ewige Kaiserin will, dass Hiroshi die Nekromanten bekämpft. Als Daimyo Jubo von Hashima ist dies nun eure Schlacht. Das ist jetzt eure Verpflichtung. Was? Jeder verfluchte Sieg scheint von einem Ach übrigens begleitet zu werden. Ja, ich habe keine Chance gegen den. Das heißt, mir bleibt keine andere Möglichkeit, als die Leute hier zu nehmen. Du
wirst diese Mine blockieren. Du blockierst diese Mine. Und dann werden wir jetzt farmen, ne? Du wirst hochporten und dann werden wir ganz viele Wochen verstreichen lassen. Es bleibt ja uns nichts anderes übrig. Das ist das, was ich meinte, ne? Der Schwierigkeitsänderung macht es, dass es halt alles länger dauert. Bis wir stark genug sind, um uns überhaupt mit dem anzulegen. Das sind wir halt nicht. So, du portest dich hoch. Und ich verstehe auch nicht hier... Wölfe geht heim. Erobert die östliche Zuflucht der Festung, aber gibt's gar nicht. Die gibt es einfach nicht, die östliche Festung. Ich vermute halt, dass die hier gemeint war. Geh nochmal hin. Ja, du wirst im Prinzip jetzt hier stehen bleiben. Also wir werden denen jetzt auf lange Sicht alle Ressourcen abknöpfen. Hier ist halt keine östliche Festung. So. Werden auf Dauer halt irgendwann mehr Einheiten haben als der. Weil der nicht so viele nachvermehren kann. Ob das schon reicht? Ah, wir warten, machen noch ein paar Wochen. Wir machen, bis wir 200 Kirins haben. So. So, gucken wir mal, ob das reicht. Niedrig und es ist immer noch bescheiden, ne? Ja, dann rein hier. So, Schwierigkeitsgrad leicht. Nächste Karte. Meine Fresse.
So, nachdem Irina ihren Daimo besiegt hat und mit der Führung der Landarmee der ewigen Kaiserin geehrt wurde, ist Irina nun vor den Naga als eine der ihren angenommen worden. Ihre erste Aufgabe besteht darin, eine Invasionsarmee von Untoten aufzuhalten, die über das Jademeer zu einer heiligen und geschützten Insel gesegelt ist, wo angeblich ein Avatar Chalassas ruht. So, ich habe hier Mana drin, aber es reicht bei weitem nicht. Kappa, Haifischkrieger, Kirin. Jetzt kann ich mich mit Orks und Untoten messen. Falls ich dem Rachegeschäft abschwöre, kann ich einen Zirkus eröffnen. Aber Katsue hat recht. Dies ist Chalassas Meer und die Seelen in den versunkenen Schiffen gehören nicht den Nekromanten. Vor fast einem Jahrhundert rief die ewige Kaiserin einen Wassergeist, um eine Armada aus dem Falkenimperium zu vernichten. So entkamen die Orks und fanden ihre Freiheit. Doch in diesen Schiffen ruhen noch viele Seelen und die Nekromanten wollen sie holen. Daimyo Jubo! Ich bin Sarashi. Lord Hiroshi hatte mich vorausgeschickt. Es gibt keine guten Neuigkeiten. Kaum überraschend, aber... Jubo? Ich heiße Irina. Nicht mehr. Nicht für mich. Daimyo, die Untoten haben 3 der 4 heiligen Orte genommen und uns zum letzten zurückgedrängt. Wir sind zu wenig für einen Gegenangriff und das Dorf mit dem 4. Schrein wird sich kaum eine Woche halten. Sie suchen Seelen und Geister, aber sie werden nur Krieg und Leid finden. Kommt! So, bitte keine Zeit, ne? Zeitbegrenzung. Okay, sie dürfen nicht alle 4 kontrollieren. Hier gibt es auch wieder die Träne Aschas, die kann ich sogar gebrauchen. So, direkt upgraden. So, wie sieht es denn rüstungstechnisch aus? Gut, dann werden wir mal ein bisschen rumkämpfen hier. Ich muss leider verfolgen und Verluste machen. Hier, du kannst in der Zeit die ganzen Ressourcen, die ich übrig lasse, einsammeln. Kommst du halt, bist du die ganze Zeit dabei. Jetzt fangen die auch schon an. Gut. Darfst beitreten. Muss verfolgt werden. So, klau die einmal kurz und rüste die direkt auf. Dann warte da mal. Okay, jetzt haben sie schon 2 von irgendwas. Das gefällt mir überhaupt nicht. So.
weg. Ich muss diesmal auch mehr auf meine Einachten achten. Also ich darf nicht zu viele verlieren. Hier muss ich noch hin. Shit. Ich hoffe, die lassen mir ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich gleich ganz anderes Problem. Lassen den doch zu Haus. Muss ja gleich die neuen Einheiten bringen. Okay, jetzt haben sie 3 von 4. Unbedingt schnell den letzten holen. Wann habe ich endlich Blut voll? Okay. Lohnt sich ja langsam. Die Frage ist, was wäre der schnellste Weg runter, unten links oder oben links? Oder führen die alle zum selben? Ich will mich auf jeden Fall nicht drängen lassen. Aber ich fühle mich extrem unter Druck gesetzt.
wie ich einfach die ganze Zeit keinen Mana habe. Wahrscheinlich, weil der bei diesem automatischen Überspringkampf die ganze Zeit Mana einsetzt. Bei Anastasia haben wir jeden Kampf noch selber gemacht. Wahrscheinlich liegt es daran. Guck mal, wir haben schon wieder kein Geld. Aber jetzt weiß ich natürlich auch, warum es sinnvoll ist, auf Magie zu skillen, ne? Auf Mana. So. Dann mal ab hinterher. Die werden ausgetauscht. Und zurück. Oh nein, nicht zurück. Permanenter Buff wird geholt. So nämlich. So, hier unten ist kein Loot. Vielleicht in der Ecke. Dann könnte man außen rum vielleicht. Ach so, nee, hier kann man gar nicht lang. Das heißt, hier ist der einzige Weg. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Also ich muss dahin. Ich mache mir aber Sorgen, dass wenn ich nicht hingehe, dass die irgendwann das Ding erobern. Und wenn ich hingehe, dass dann erst getriggert wird, dass die da hingehen. So, hier ist eine Sackgasse, ne? Keinen verloren, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht hier bei dem Kampf. Ich habe echt riesen Reichweite auf Wasser. Das freut mich. So, ich habe auf jeden Fall nicht genug Geld. Thank you.
Orks. Nicht leicht Zukunft zu sehen, Mutter Erdes Willen. Orks beobachten Irina. Wenn Zeit gekommen, Orks entscheiden. Naja, hoffen wir mal, die sind auf meiner Seite. Was hier los? Fügt euch dem Willen Aschas. Euer Tod bekommt Bedeutung unter unserem Banner. Gemeinsam bekämpfen wir die Dämonen. Es ist nicht meine Art, aufzugeben oder zu sterben. Närrin, wir müssen uns auf die Dämoneninvasion vorbereiten. Verschont mich mit euren Sorgen. Ich habe selbst genug. Er rennt weg. Gut, die erobern nicht die City. Sag mir, was diese vier Schreine eigentlich genau sind, Kappa. Aspekte des Wassergeistes heißt Hairyo. Großer Avatar Shalassas hat Falkenflotte vor langer Zeit versenkt, danach verteilt. Schläft in Gestalt von See, Fluss, Gletscher und Nebel. Wenn Irina alle vier Aspekte beherrscht, kommt Hairyo zu Hilfe. Shalassas Wille geschehe, wie feucht es auch wird. So sprecht, wer seid ihr? Warum sollte ich euch helfen? Nekromanten Ork-Dörfer erobert! Orks wollen Rache, müssen Dörfer zurückholen! Orks helfen gegen toten Männer! Die Toten sind zahlreich, gefährlich, gut versorgt! Mensch führt Naga, riecht mächtig. Also Ulagan und Orks dir helfen, toten Männer vernichten, auslöschen. Orks mögen hässlich sein, kämpfen aber gut. Gutes Kanonenfutter. Okay, wir haben jetzt hier eine Bonusmission. Was hast denn du für Einheiten? Oh, der hat ein paar ziemlich Jude. Aber ich würde gern erstmal hier das Ding erobern. Weil wenn man mal den Strudel hier außer Acht nimmt, ist diese Basis sehr gut geschützt. Ist der geskillt? Gar nicht geguckt. Das ist ein Magier? Ach, scheiße. Der kann aber Feuer. Interessant. Ist aber auf Erde. Und Dunkel hat der auch. Der hat Licht und Dunkel. Ich will eigentlich keinen Ork hier spielen. Vor allem ist der Scheiße langsam.
So, wir brauchen, ich glaube, auf lange Sicht so schnell wie möglich den Teleporter, falls doch da eine Angriffswelle kommt. Oh, Sekunde. Hier unten. Wie, jetzt kann ich doch bauen? Fehlte wohl an Gold. Vielleicht sollte ich ihn... zum Verteidigen... hier lassen. Schicke ich ihn runter und soll er verteidigen. Kann ich endlich aufhören mit verteidigen? Ein bisschen mehr als 100 noch. Verfolgen, meine ich. Warte, die hat doch bestimmt noch Einheiten. Sehr gut. Oh, hier ist ein weißes Gebiet? Nee, das ist immer noch mein Gebiet. Nur hier wurde nichts erobert. Aber deswegen sind wir ja jetzt hier. Erobern jetzt hier diese ganzen Minen und alles. Eigentlich will ich doch gar nicht mit ihm kämpfen. Fast Level up.
Ein heiliger Schrein. Aber mit dem kann ich wohl nichts machen. Viel wichtiger ist der Level-Up. Ja, durch den Autokampf muss ich halt jetzt sehr viel Mana skillen. Erfordert Macht, bringt mir glaube ich also nichts. Ich wusste es. Wir müssen spielen. Okay, das ist scheiße. Oh. Ah, hätte ich den oben platziert, ne? Haben wir eine Einheit verloren. Gut, ist halt so. Machen wir den erstmal weg. So, und dann, wenn die über das Feld gehen, ne, dann kriegen sie Damage. Habe ich hier schon einen Porter? Also jetzt ja. Ich weiß nur nicht, ob ich rechtzeitig komme. Ich würde sagen, du positionierst dich mal hier, um zu verteidigen. Sonst gib mir mal gerade deine Sachen. Nur um sicher zu gehen.
Okay, du wartest da, glaube ich, erstmal, bis der näher kommt. Ach shit, jetzt kommen die auch noch von oben. Von beiden Seiten. Oh krass, das reicht. Perfekt. Oh, der kommt runter. Und greift mich an. Ja, wenn das kein Magier ist, dann könnten wir da besser rauskommen. Ah, der hat den Licht geschützt. Das hilft ihm aber nicht viel. Deswegen haben wir extra die Sonnenviecher geholt. So, theoretisch könnte ich den Geist anjumpen. Machen wir noch nicht. Ja, okay, scheiße. Der Wichser. So, Seelenkopplung. Okay, der kann bis hier durchlaufen. Respekt. Perfekt. Na, der Kettenblitz von ihm hat mir halt Schaden gemacht. Das ist halt unschön. Aber er ist zumindest down. So wie es sich hier hört. So, und ich denke, du portest dich so lange hier hin, weil die ist auf jeden Fall besser geupgradet. Kunden hier mal ein bisschen. Aber er hält auf jeden Fall hier. Uns fehlt es wirklich an Gold. Ich
Können wir unsere Goldproduktion erhöhen? Bedeutet aber, dass wir, obwohl neue Woche ist, keine Truppen kaufen können. Hier wäre wieder Regeneration. Was eigentlich ein ganz guter Spell war, aber wir haben Macht. Ja, Macht brauche ich jetzt auch nicht. Ich muss wirklich dafür sorgen, dass unsere Truppen nicht... dass wir nicht so viele Truppen verlieren, weil die sind im Moment hier sehr wichtig. Okay, verstehe ich nicht, wieso ich hier Einheiten verliere. Wir fokussieren uns einfach. Hier auf die. Und dann sollte es doch kein Problem sein. Alter, das ist echt stark. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe mich immer gefragt, ist es worth, das zu benutzen oder lieber einfach schießen? Hat sich aber gelohnt. So, hier wären die Leute schon mal durch. Das würde ich am liebsten hier auch machen. Okay, hier habe ich ein großes Gebiet freigelegt. Aus Versehen. Ah ne, Erfahrung habe ich genommen. Muss ich verfolgen. Wie viel fehlt noch? 62. Wenn die Lichts auf einer Position sind, sollte das kein Problem sein. Okay, 41 von denen, aber die greifen ja jetzt hier das Ding an. Ich frage mich, warum ich die Kopplung nicht schon früher gemacht habe. Merke ich mir. So,
jetzt ist der, glaube ich, low genug, damit er den anjumpen kann. Und dann geht er woanders hin. Der ist echt cool von dem. So, das ist die Frage, ob ich die buffe, indem ich die Heilmagie stärker machen soll. Mehr Mana. Liche. Stehen die nebeneinander, dann sollte ich keinen verlieren. Stehen natürlich nicht nebeneinander. Perfekt. Das war sehr gut. Könnte anspringen, machen wir aber nicht. Machen wir es mal ein bisschen schneller. Ich habe ja extra Mana geskillt. Komisch, ich hatte doch gesagt, dass der hier bauen kann. Ach, hier die Verteidigung. Dann lieber hier buffen.
Die sollen das selber erobern. Besiegt flüchten für die zu selbstständigen, denkenfähigen Überlebenden der Armee der Untoten in alle Richtungen und lassen lediglich ein paar Skelette zurück. Um ihren Rückzug zu decken, die siegreichen Orks feiern den Triumph, indem sie mit wohlgezielten Hieben den Schädel einschlagen. Ihr wütendes Kampfgebrüll weicht Ausrufen der Freude und Auslösung. Ja, das habe ich jetzt natürlich gemacht. Möge euch das Wasser reinigen, Daimyo. Weil ich mir die Hände nicht schmutzig machen wollte. Auch wenn ich denen dann jetzt sehr einen Schritt näher gekommen wäre. Muss ich die eigentlich konvertieren? Ja, für den wäre es jetzt gut, wenn der da hochkommt, ne? Kann aber nicht konvertieren. So. Ich kann natürlich hier überall ins Wasser gehen. Schade, dass ich den nicht konvertieren kann. Das heißt, ich muss jetzt theoretisch auch mit Orks spielen. Ach, die können sich ja nicht bewegen. Ah, ich bin so doof. Egal.
Komisch, bei dem klappt das mit dieser Neugeburt, bei den anderen hat das irgendwie nie geklappt. Bei denen hat es jetzt auch nicht geklappt. Ach ja, der ist neu geboren, das heißt, er kann sich jetzt bewegen. Das heißt, der hat jetzt die Prio. Könnte sein, dass er wiedergeboren wird. Wir warten. Ich wusste es. Jetzt aber so eine Ork-Festung hab. Der Ork braucht aber eine Weile, bis er da oben ist. Das gibt's nicht. Ich habe da ein Fragment der Mondscheibe übersehen. So, theoretisch kann ich jetzt auch hier hin, weil hier kann ich auch alles kaufen. Das heißt, du portest dich rüber und holst das Fragment der Mondscheibe. Und versuchst, ein paar Einheiten zu organisieren. Ich habe gerade keine Lust, die Kämpfe aufzuführen. Ich muss aber die Folge beenden. Das sind aber viele Punkte, die ich da verliere.
Vielleicht holst du doch das Fragment selber. Stell dir mal vor, der könnte schneller gehen, ey. Was ein Luxus. So, dann gehen wir auch mal auffüllen, bevor wir dann nach rechts gehen. Ich finde es immer noch komisch, dass wir jetzt hier auf einmal Ork spielen. Wir haben es bald geschafft. Also ich meine, ich habe nichts gegen Orks. Ich finde die eigentlich auch sehr stark. Aber das mache ich lieber in der Ork-Kampagne, weißt du? Aber der kann hier zumindest verteidigen. Kann er sich ums Verteidigen kümmern. Oder sollen wir erstmal hier Wasser fertig machen? Also da hoch. Warte, dass es macht, das gebe ich vielleicht dem Ork. Ah ne, der Ork war ja Magier. So, kannst du mal in die Festung gehen, damit ich hier auch reinkomme? So, jetzt warten wir mal eine neue Woche ab. Wollen erst natürlich wieder Fernkampf. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Okay, gehen wir zuerst nach rechts oder nach links? Boah. Jetzt haben wir natürlich hier das Wasser nicht erkundet. Also die Nekromanten machen ja im Moment gar nichts. Da haben wir auf jeden Fall genug Zeit. Oder die sammeln ihre Truppen. Das wäre dann unschön. Immer noch nicht annektieren können. Vielleicht hätte ich doch Blut machen sollen. Aber ich hatte halt die Hoffnung, dass die mir helfen, damit ich nicht hier alles alleine machen muss. Und das war es ja dann auch.
Der Preis war, dass der Ork seine eigene Basis hat. Dann soll er sich aber auch gefälligst selber verteidigen. Das glaube ich nicht. Ach, die können doch gar nicht fliegen, habe ich schon wieder vergessen. So, Mana ist voll. 1863 zu... Die Implosion ist schon stark, vor allem wenn wir die drei noch voll machen. Aber wir haben nur noch 10 Level. Also müssen wir mal ein bisschen gucken. Wenn wir die stärker machen wollen, wären das 1, 2, 3, 4, 5... Sechs. Sechs. Sieben. Gut, ist halt die Frage, ne, ob wir die komplette... Ob wir wirklich komplett alles auf Magie setzen. Also den finde ich schon mal sinnvoll. Den, die brauche ich nicht so wichtig. Die Initiative weiß ich auch nicht. Herz der Dunkelheit. Ich habe es nicht richtig gesehen, aber ich meine, es war ein Dunkelzauber. Ein Geist des Captains. Viel
zu lang schon warten wir hierauf. Aber ihr seid nicht Naga und nicht Ork. Ihr seid wie ich, aus dem Imperium. Ja, das stimmt. Woher wisst ihr das? Ich war der Sohn des Einhornherzogs. Ich stamme von den Engeln ab, wie ihr. Sie züchten und ernten unsere Seelen wie Bauern, die Samen von den stärksten Früchten aussehen. Die dem Herrscherhaus am nächsten stehen, haben sich nicht wie der Rest verloren. Ihr sagt, die Engel züchten die Herzöge und ihre Familien, doch um ihrer Seelen, nicht der Leiber willen. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich würde auf eure Seele und die eurer Geschwister achten. Die Engel trachten danach, doch das ist euer Problem. Ich bin zu schwach. Tschö. Das sind echt viele Geisterschiffe. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ich bin auch dämlich, ne? Ich glaube, ich werde hier mal den Teleporter bauen. 10. Ich habe hier geschützt, obwohl es hier gar nicht weiterging. Na gut, jetzt erkunde ich, glaube ich, hier ein bisschen erstmal zu ändern, ne? Ja gut, das war es für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.